Herr Pfarrer Bingenau, kann die Kirche heute noch junge Menschen erreichen? Wie findet sie einen Zugang? Ja, die Kirche kann junge Menschen erreichen. Ich glaube, es sind drei Dinge wichtig. Die Kirche muss Räume und Orte haben, um junge Menschen zu erreichen. Sie braucht Vorbilder, Menschen, die für ihren Glauben stehen und auch zeigen, was es heißt, ein Mensch zu sein, der gläubig ist. Darüber hinaus braucht man, glaube ich, eine Perspektive, dass man an etwas teilhat, an was Zukunft hat. So, und Orte und Räume bieten zum Beispiel Jugendverbände, und die Orte, die muss man beschreiben. So, also dass Jugendliche selber bestimmen können, was sie machen, wo sie Schwerpunkte nochmal zum Beispiel setzen, dass sie darin ernst genommen werden, dass sie die Möglichkeiten dafür bekommen, dass sie Selbstwirksamkeit spüren und dass im Grunde genommen Jugend leitet. Also natürlich braucht es Begleitung von Erwachsenen, aber zunächst einmal leitet Jugend Jugend, eine paritätische Leitung. Das sind alles Dinge, die einen Raum sozusagen bestimmen. Es braucht Vorbilder, so. Die haben die Jugendlichen untereinander natürlich, sie haben sie aber auch dann in denjenigen, die zum Beispiel in kirchlichen Berufen tätig sind. Und hier braucht es größere Anstrengungen, dass wieder mehr junge Leute sich vorstellen können, einen Beruf in der Kirche zu ergreifen. Und es braucht natürlich Zeit. So, also neben jeder projekthaften Förderung, die auch wichtig ist, braucht es Struktur und Kontinuität. Weil es geht ja um Berufungsfragen und es geht darum, was mein Leben wirklich prägt. Wir haben heute auf katholisch.de Facebook-User eingeladen, Fragen zu stellen. Eine Frage war zum Beispiel, was mache ich, wenn ich Priester werden will? Ja, dann finden Sie hoffentlich ein gutes Seminar mit einem vernünftigen Repetenten, der mit Ihnen ins Gespräch geht und der Sie begleitet. Und Sie finden hoffentlich eine moderne Priesterausbildung, die Sie auf das vorbereitet, was Sie im priesterlichen Beruf betreffen wird. Und wir als BDKJ sind sehr bereit, weil wir viel mit jungen Leuten zu tun haben, über die Frage von Priesterausbildung und viele andere Fragen mit den Bischöfen zu sprechen, um hier Konzepte zu finden, die auch in die Zukunft weisen. Aber es geht bestimmt nicht darum, junge Menschen zu missionieren und sie in den engeren Raum der Kirche zu holen. Nein, der Kirche geht es nie um Rekrutierung, weil die Kirche ja kein Selbstzweck ist, sondern der Kirche muss es immer darum gehen, dass junge Menschen zu ihrem Leben finden. Also dass junge Menschen sich sozusagen, dass sie spüren können, die von Gott geliebt und gewollt sind und dass Gott was Großes mit ihnen vorhat. Darum geht es. Und hier braucht es Räume, Orte und hier braucht es Zeit. Was kann denn die kirchliche Jugendarbeit da anbieten? Also ich spüre bei Jugendlichen oft so eine Orientierungslosigkeit. Sie fühlen sich da von den Medien auch oft hin und her gerissen und getrieben. Was kann katholische Kirche und Jugendarbeit anbieten, um den jungen Menschen hier Halt zu geben? Ja, ich würde Ihrer Schilderung im Hinblick auf junge Leute nicht folgen, sondern in unseren Umfragen im Hinblick auf Sinus-Milieu-Studien haben wir ja festgestellt, dass jugendlichen Werte zum Beispiel wichtig sind, wie zum Beispiel Treue, Beziehung und diese Gemeinschaft, diese ganzen Fragestellungen. Also die Jugendlichen sind gar nicht so orientierungslos, und Kirche kann natürlich Räume anbieten, damit man darüber mal ins Gespräch kommen kann. So, aus diesen Bindungen heraus, aus der Gemeinschaft heraus, werden junge Leute ihr Leben schon ergreifen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Danke für das Gespräch. Danke.